Eigentlich beschäftigt sich Robert Duschl in seiner Firma Aros 3D am Ortsrand von Mietwaching mit der Entwicklung von Werkstoffen. Natürlich ist der Kunde bei ihm König. Und doch haben er und seine 16 Mitarbeiter seit gut 5 Jahren noch eine andere Beschäftigung. Neben den Arbeitsgeräten steht nun auch das Baby des Chefs, der Steamergy, in der Werkstatt. Jede freie Minute hat der Maschinenbauer in die Entwicklung seiner Dampfmaschine gesteckt. Das ist jetzt die 4. Generation an Maschinentechnologie, wo wir hier sehen. Oder, es gab eben schon Vorgängeranlagen. Und alle Vorgängeranlagen habe ich tatsächlich persönlich selber alles gedreht, geschweißt, gehärtet, beschichtet. Habe ich quasi noch alles selber gemacht. Bei der nicht mehr. Da war ich quasi nur noch der Spender, der, wie man es eben macht, Sachen. Aber habe es persönlich nicht mehr selber gemacht mit meinen Händen. Nur noch ein paar Sachen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich es komplett allein entwickelt habe. Noch versorgt der Deckendorfer mit seiner Dampfmaschinentechnologie nur seine eigene Firma mit Strom und Wärme. Bei voller Auslastung könnte dieses Modell aber Energie für ca. 30 Einfamilienhäuser erzeugen. Wir sind ja nicht limitiert auf einen gewissen Leistungsbereich, was weiß ich, auf 50 oder 100 kW. Man kann es wunderbar skalieren. Die Technik ist so gemacht worden, dass man sozusagen fast beliebig skalieren kann. Das heißt, ich kann es auch mit 500 kW, mit 1000 kW, mit 5000 kW kann man es machen, wenn man es will. Und insofern ist durch diese enorme Leistungsspreizungsmöglichkeit ist eigentlich die Frage, wer braucht keine Energie. Weil sie alle, der Energie braucht, Strom und Wärme, ist ein potenzieller Kunde oder Interessent. Nicht nur im Energieversorgungsbereich ist die Weiterentwicklung der Dampfmaschine in Sachen Nachhaltigkeit und Leistung ein großer Fortschritt. Mit bis zu 25% Wirkungsgrad ist dies auch für die Automobilindustrie in Zukunft eine mögliche Alternative zum momentan so umstrittenen Dieselmotor. Wenn man 5 Milliarden Budget hat, 300 bis 500 Mann, 5 Jahre Horizont zur Entwicklung, dann kann man es auch im Automobilumfeld einsetzen. Aber es ist natürlich, weil ja bekanntlich Automobil extrem hoher Standard ist, man erwartet sehr, sehr, sehr viel, sowohl von der Sicherheit, sondern vom Komfort, von den ganzen Rahmenbedingungen, ist extrem hoher Standard. Und das muss man dann sozusagen erstmal bei dieser Technik entwickeln. Aber grundsätzlich, nach jetzigem Wissen und Entwicklungsstand, wäre es möglich, dass man so eine Technologie basierend auf der Technik macht und hätte dadurch dann sehr elegant eigentlich die Schadstoffemissionstechnik beseitigt. Bis dato wird die Maschine von Robert Duschl noch mit Pellets betrieben. Man könnte aber auch andere biologisch abbaubare Brennmaterialien wie Hackschnitzel, Stroh oder Gartenabfälle verwenden. In einem Pilotprojekt soll außerdem bei Klärschlamm in Energie umgewandelt werden. Die Maschine funktioniert an sich genauso wie auch alle anderen Dampfmaschinen in früherer Zeit. Also sprich, es wird Wasser verdampft. Der Dampf wird dann in die Dampfmotor oder früher in die Dampfmaschine geleitet. Im Dampfmotor expandiert der Dampf, gibt sozusagen seine Energie ab, ein Teil seiner Energie gibt er ab, wird umgewandelt in mechanische Arbeit, in mechanische Leistung und der Restdampf sozusagen, den die Maschine wieder ausstößt, wird wieder im Kondensator rückverwandelt in Wasser und das Wasser steht dann wieder zur Verfügung, um wieder Dampf zu erzeugen. Das heißt, es ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Man sieht das Wasser nicht, man sieht auch keinen Dampf. Zwar haben sich schon einige Interessenten bei Robert Duschl gemeldet, ganz ausgereift und voll entwickelt ist die Dampfmaschinentechnologie aber auch aus seiner Sicht noch nicht. Durch verschiedene Tests, wie beispielsweise den Betrieb unter Extrembedingungen, will der Maschinenbauer noch mehr Erfahrungen sammeln und seinen Steamergy noch weiter verbessern.